Also ich habe, glaube ich, 10% verkauft am 25k und den Rest auf Own bzw. verswappt. Ja, guten Abend oder sogar fast schon gute Nacht, meine Lieben. Zur späten Stunde hier in Deutschland, aber gar nicht so spät da, wo Mario gerade ist, wie ihr schon seht. Da ist tageshell und zwar Mario ist in Las Vegas. Und ja, wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut? Ja, danke. Sehr gut geht's uns. Also wir sind jetzt seit 11 Tagen sind wir da. Okay. Ach, schon so lange? Wahnsinn. Ja, vorher waren wir in Zypern 2 Wochen. Mit den Jungs ist nur die halbe Truppe da, aber ja, wir sind jetzt zu 6 und der Rest kommt da, glaube ich, am 25. Aber es ja, war bis jetzt richtig cool. Ja. Bist du in Deutschland oder bist du in Mexiko? Nee, ich bin in Deutschland. Mhm. Und zwar fliege ich mit dem Tom, das ist Mitbewohner von Trubsen und Q. Ja. Im November direkt, also wir fliegen am 2. November, wenn dann alles gut geht, wegen diesen Regeln, ne? Also wir haben die Flüge gebucht und alles und dann kommen wir halt zu euch nach. Ja, das macht voll Sinn. Ja, und dann Angriff, da freuen wir uns auch. Angriff, Vollgas. Ja, Mann. Aber es geht um dich, mein Lieber. Mhm. Erzähl mal, also wir fangen mal ein bisschen chronologisch an. Mhm. Du musstest ja den Umweg machen, den jetzt auch Q und Ferdinio machen, und zwar nicht in Mexiko, aber du warst auf Zypern mit deinen Jungs. Mit wem bist du da hingeflogen und was habt ihr da gemacht? Also wir sind nach Nordzypern, das Hotel Marriott, und das hat die Party Booker Millions veranstaltet. Das ist von so ein, das Main Event waren 5k mit 3 Millionen garantiert. Und dann sind Fabi, den kennst du eh, Martinho, ja. Role und Chris, den Chris kennst du noch nicht, das, oder doch, nee. Mit ihm, vielleicht kennst du, der nee. Ist auch ein deutscher Streamer, okay, also auch mitgekommen, also das erste Mal live spielen für den, und ja, dann sind wir nach Zypern, das war voll super, es ist halt eine mega coole Hotelanlage und die Poker-Action ist sensationell dort, also das Package hat voll gepasst. Deswegen war das voll super. Und ja, dann waren wir 2 Wochen dort. Ich glaube, in jedem Turnier hatten wir einen Sweat. Das erste war ein 2K Warm-Up. Dann war es ein 10K High-Roller und dann das Main-Event. Und dazwischen auch noch ein 25K High-Roller, das ich zum ersten Mal dort gespielt habe. War cool, war coole Action. Fabi hat eben im Main Event im 5K den Finaltisch gemacht. Das war ziemlich, ja. Ziemlich sick. Eine coole Erfahrung für ihn auch. Das war sein erster richtig großer Finaltisch und war insane. Und hat den 5. gemacht für, ich glaube, 163k, ne? Genau, das war ein bisschen schade, weil ein Flip noch mehr oder vielleicht 2 und das hätte vielleicht zum großen Sieg gereicht. Das wäre ziemlich insane gewesen. Ja. Am Ende war es dann ja eine Jacks gegen King Queen, Flip verloren bei 5 left und ja, dann als 5. Platz. War es auch super, ist natürlich. Aber es war schon nochmal, da will er dann auch mehr, das merkt man. Ja, klar. Aber ihr habt geswappt, also jeder hatte was, oder wie lief's da, wenn du darüber erzählen darfst, weiß ich ja nicht. Also Geswappt, also die Jungs haben, ich glaube, sie jeder zwischen halt 10% und 20% genommen. Mhm. Und dann gegenseitig auch Action gekauft und dann hat Fabi noch Roli und mir, ich glaube, 10% extra verkauft und ja, genau. Also Action haben sie verkauft, geswappt. Also es ist quasi, wenn sie sich gegenseitig Action verkaufen, ist es quasi wie ein Swap, aber ja, sie haben sich gegenseitig die Action gebucht, also wäre für alle war für alle ein Sweat. Ja, war schön Raider, ne? War gute Stimmung bestimmt. Ja, geil. Ja. Und in Zypern konntet ihr dann auch noch ein bisschen relaxen oder war das dann reine Poker-Action in der Zeit? Nee, es war generell so, es ist ein All-Inclusive-Hotel, man braucht eben nichts kümmern, die Turniere fangen an um
Also sie starten um 12, wenn du halt late wakes, springst halt rein um 2 oder 3. Und von dem her war es halt super, weil sie gehen halt maximal bis 8 oder 9 am Abend. Du kannst nachher immer Abendessen gehen. Tagsüber in der Früh kannst du immer ans Meer, an den, ja, das Hotel genießen. Das war halt einfach super. Das heißt, es war großteils auch Urlaub für alle. Das war schon sehr geil. Ja, war sehr wichtig. Ne? Und da gibt es auch, wir hatten, Kevin hatten wir mit. Das, der Videograf von Bokocode, und der hat mir jetzt die erste Episode geschickt. Und das wird richtig lustig. Also da waren viele witzige Sachen dabei. Das heißt, in ein paar Tagen kommt es auf YouTube? Genau, ja. Geil. Ja. Also das heißt, Leute, aufpassen, ne? Schön immer Pokercode YouTube Channel abonnieren, und da kommen der neueste Shit quasi. Und der neueste Shit ist ja jetzt für dich schon eigentlich 11 Tage alt. Du bist jetzt da in Vegas. Mhm. Jetzt fragen sich ja viele hier in Deutschland oder beziehungsweise überhaupt generell rund um, ja, von Europa bis, weiß ich nicht, Asien, was auch immer, wie das da sich so verhält wegen der Pandemie. Ist die WSOP überhaupt gut besetzt? Ist da was los? Erzähl mal. Mhm. Es ist wie, als würde es fast nicht existieren. Also ja, natürlich, man hat die Masken im Casino, am Tisch kannst du es abnehmen, aber sonst ist nichts anders als vor 2 Jahren. Also ich würde sagen, die Fehler sind mindestens genauso groß, und das, obwohl man geimpft sein muss, dass man spielen kann, was schon mal die Hälfte der Amerikaner ausschließt, weil ich glaube, die haben irgendwie 55% Impfquote oder so. Und dadurch fallen natürlich automatisch einige weg, die nicht spielen können, und trotzdem sind die Felder riesengroß. Also das Reunion hat irgendwie 13.000 Runner, das Millionaire Maker 6.000 Runner, also es ist wie vor 2 Jahren, also es ist eigentlich nichts anderes. Sind es denn dann fast nur Amerikaner, oder? Ich glaube, es fallen viele europäische Amateure weg. Die Profis, die machen sich halt auf den Weg, so wie Q und Thompson, und dann 2 Wochen Mexiko vor oder was anderes, um einreisen zu können. Das macht man sich als Profi halt die Mühe, aber ich glaube, ein reiner Amateur, der sagt, er möchte mal die WSOP spielen, der wird es halt eher auslassen. Das heißt, ich glaube, es sind mehr am ehesten fallen die europäischen Freizeitspieler weg, und ja, ich denke auch einige Profis, aber ja, großteils ist es trotzdem ein Mix. Aber ja, es ist WSOP ist generell hauptsächlich Amerikaner, und die spielen, die zocken gern. Also die sind heiß drauf nach 2 Jahren Pause fast. Ist das für dich dann auch genauso schlagbar, also nicht so rack-verseucht wie damals? Oder wie fühlt sich das so an? Ja, ich meine, die WSOP, die war immer schon super, super soft. Weil es einfach, da kommt jemand und spielt, auch wenn er noch nie online gepokert hat und noch nie gestudied hat. Und das ist dann natürlich als Profi natürlich sehr, sehr angenehm. Ja, aber schönes Fest hier für dich. Genau, ja. ich glaube, es ist ähnlich. Das ist so beim Online-Poker, merkt man halt krass, wie schnell so die Learning-Curve von den ganzen Online-Spielern ist, auch vom Freizeitspieler. Also ein Freizeitspieler, der sich halt ein bisschen mit Pokerspielen beschäftigt, ist halt mittlerweile ziemlich gut. Und weil es einfach dieses Level ist, geht halt viel, viel schneller, dass da die besten Spieler werden besser, und dann zieht alles quasi nach. Und live ist das viel, viel langsamer. Also das ist halt Sachen, die du online seltener siehst, und deswegen die WSOP wird, ich will das nicht verschreien, aber immer, immer recht soft bleiben. Ja, das ist gut. Die Banausen gerade. Ja, Mann! Was geht? Leo. Ein Leo. Leo war das, ne? Leo! Und da ist hier der Champ. Fersen. Ja, Mann. Der Fab. Stimmt, Leo ist auch da. Den habe ich auch vergessen. Ja, ach Quatsch, alles gut. Wir haben schon, ich glaube, was hat man das auf Twitch gesehen? Fedors Hintern. Ich glaube, Damiens bestes Teil.
Also wir haben schon, ich weiß nicht alles, und es ist nichts passiert, also ich hoffe, das auch nicht. Leeres Muskeln und Bizeps. Ja. Ja, wie sieht es da eigentlich aus? Macht ihr viel, also ich sage jetzt mal, ist ja schon super anstrengend, so ein WSOP spielen und jeden Tag pokern und so. Was machst du und was macht ihr für, ja, so quasi Gesundheit, Ausgleich? Ja, Fabi und Leo gehen immer ins Fitnessstudio. Das sind so klassische Disco-Pumper. Ja, auch so vom Spiegel und so. Auch so vom Spiegel. Leo steht dann immer so da und macht so klassisch hier den. schön. Ja, also mit den Socken auch ist, hochgezogen. Fußball ist, können wir eigentlich immer spielen. Ich habe mir meinen Fuß ein bisschen weh dann, deswegen lasse ich noch dabei aus. Aber gibt es so eine Hobbyrunde, die Johannes immer zusammenstellt. Und da gibt es immer Mittwoch, Sonntag in der Halle eine Partie. Da ist das ein Kunstrasen, so 5 gegen 5. Und wenn ich da Lust hätte, dann würde ich das immer spielen, habe ich auch die letzten Jahre. Deswegen. Also Fußball, man ist eh immer am Spielen und als Ausgleich, da man dann halt, keine Ahnung, daheim Hanabi spielen oder Wizard oder irgendwelche Kartenspiele. Heute gehen wir schauen wir sich eine Cirque du Soleil Show an. Ja, cool. Und das machen wir heute am 7. Weil es von der Schedule recht gut passt, weil morgen ist das 5K Sixmax und heute wären 2K im Win. Das hat aber 3 Starttage, das heißt, besser ist, wir lassen heute aus und spielen es am Mittwoch, dann morgen das 5K und dann heute nichts, weil wenn wir da durchkommen, würden wir das 5K verpassen. Genau, so kann man das bisschen Schedule. Was hast du bisher gespielt in den 11 Tagen? Welche Turniere? Und hattest du schon Erfolge? Nee, also das erste Turnier war das 1K, da bin ich direkt gebabbelt. Ach Gott, das war ganz absurd. Da bin ich 40. geworden, das waren 39 Paid. Das zweite war das 25K. Das hatten wir dann am Samstag gespielt. Da bin ich gebastet, das habe ich zweimal gespielt, da bin ich zweimal gebastet. War aber super, also es waren 130 Runner und nicht vergleichbar mit dem GG 10K am Sonntag, das so quasi das ultimativ toughste High Roller ist. Das gibt es wenig drüber. Und das 25K in Vegas ist halt nicht vergleichbar, es ist viel, viel softer und war halt voll gut. Und dann, ja, also ich könnte es gerade nicht mehr recallen, aber war jetzt alles zwischen 1000 und also das größte Bein, das 3K Freeze-Out, genau, jetzt in dem Beinbereich waren jetzt die letzten 10 Tage, die wir gespielt haben. Und ich habe zweimal gecached, aber nur Min-Caches war jetzt noch nichts Großes kommt dabei. Kommt Fabi, noch! Fabi ist im 1K Win mal Dritter geworden für 30K. Nice! Leo, hast du schon mal was gewonnen? Fabi läuft heiß, krank. 3 Live-FDs in einem Monat, also der ist Bei dem läuft es wirklich gut. Ja, Party-Poker sei schon. Poker-Code jetzt. Oh Gott, das müssen wir natürlich alles rausschneiden hier, Leute. Poker-Code-Festival hat er ja den, was hat er eigentlich da gemacht? Den 4., ne? Ja. Da hat er schön verblasen, ist 4. geworden. schön verblasen. 5. im Party-Poker Millions und jetzt 3. im Win. War nice. Und ja, also Chris ist jetzt im Millionaire Maker noch dabei, bei, ich glaube, 90 left oder so. Das wäre. Wie viele kommen ins Geld? Ah, da waren 1000 im, oder 800 im Geld. Ach so, okay. Schon ziemlich also deep. Läuft schon. Ja, nice. Das ist schon ziemlicher Deep Run. Und ja, ansonsten noch keine großen Caches, aber die kommen hoffentlich noch. Ja, natürlich, klar. Guck mal, hier sehe ich auch die ganze Crowd ist da, Klepto, Tobsen. Ja. Grindhouse 2, hast du es auch bestimmt verfolgt, ne? Grindhouse 2. Ich habe heute die Folge geguckt, ja. Ja. Ja, aber keiner ist da in Vegas. Ich habe mal gefragt, also die Jungs sind anscheinend noch nicht auf dem Weg oder kommen gar nicht. Ja. Wie läuft das? Sorry. Ja. Nee, du zuerst. Ich glaube, da einfach die es braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit für die Jungs, die von so
Low Stakes, da die Bankroll zu arbeiten und dann comfortable nach Vegas zu fliegen. Ich glaube, das wird es zu knapp nach dem Grind auskommen für die meisten. Obwohl ich glaube, die Winning wären, aber es ist halt auch ein Unterschied zwischen Winning und Extrem Winning, weil dann, wenn du Extrem Winning bist, verringert sich halt die Varianz auch nochmal ziemlich stark und du hast mehr Erfolgserlebnisse, hast ein Positive Reassurance öfter und ja. Und macht ihr das jetzt bei der, kannst erzählen, muss nicht erzählen, bei der WSOP so, dass ihr da auch untereinander dann quasi jetzt, wie du gerade schreibst, einer 2x25k gespielt und so weiter, ist es dann so, dass du deine Action verkaufst oder wirst du quasi gestaked, wie sagt man dazu? Also letztendlich, wie läuft es da ab bei euch? Es kommt voll aufs Turnier an. Die meisten Turniere, da habe ich zwei, drei Jungs, die ich sehr gut achte und wo ich denke, da ist ungefähr dasselbe EV, wenn wir spielen. Und mit denen swap ich in den Turnieren. Und das habe ich im 25 raus so gemacht. Da hatte ich recht große Pieces bei mir und auch bei den anderen. Und hatte quasi, also ich glaube, 10% verkauft am 25k und den Rest auf Own bzw. verswappt. Und das hat keiner gecasht, also das war auch dann ziemlicher Griff ins Klo, aber ja, es kommt drauf an, welches Turnier. Für die meisten Live-Turniere swap ich lieber, als dass ich Action verkaufe, weil ich einfach glaube, dass der EV sehr, sehr hoch ist und ja, wenn die, solange die Pieces reasonable bleiben, macht es mehr Sinn zu verswappen als zu verkaufen. Saß du schon mit großen Namen am Tisch? Also hier von den, die man so kennt, von Daniel Negreanu bis hin zu Phil Hellmuth. Ja. Hast du sie schon gesehen? Hast du mit denen schon gequatscht? Mit Daniel bin ich Tag 1 am Tisch gesessen, im 25k. Da bin ich auch in seinem Vlog vorgekommen, wo er mich geblufft hat. Hat eine Hand gepostet, das war ganz witzig. Phil Hellmuth habe ich noch nicht gesehen, aber der grindet auch, glaube ich, mehr so die kleineren Felder und die Mixed Games, also die Hold'em. Ja. Und ja, also von den, im 25k bin ich mit einigen Top Racks am Tisch gesessen, die vom Kennen her vielleicht, ja, das sind mehr so die im Internet bekannten, als jetzt Phil Ivey. Als die Mainstream. Genau. Ja. Aber hast du auch ein Mixed Game gespielt oder irgendeine andere Variante schon? Oder willst du spielen? Oder bleibst du bei deinem? Da müsste ich mich drauf vorbereiten. Es ist halt einfach auch braucht eine Zeit. Es ist ein anderes Spiel. Wenn ich jetzt erst reinspringen werde, wäre ich halt ein Fisch und hätte halt wenig Erfolgsaussichten. Und ja, aber mit einem Jahr Vorbereitung, aber die Zeit möchte ich lieber nehmen, um noch besser im Hold'em zu werden. Und ja, also da ist eine Variante zu spielen, wo du vor allem das Volumen, wenn du jetzt 2-7 Draw zum Beispiel oder die anderen Varianten, da hast du halt in Vegas einmal ein 10k und dann vielleicht ein Side-Event, aber da ist halt nie das Volumenwert und den Roy-Wert und da ist eine spezielle Variante dafür zu lernen. Kurzfristig, langfristig vielleicht schon, wenn du es immer wieder spielen kannst, aber kurzfristig ist halt schwer. Ja, irgendwelche Stars aus der Fußballwelt oder, ich meine, da sind ja auch immer die ganzen Promis, die ganzen Schauspieler, die alle tummeln sich da normalerweise ja rum, aber durch die aktuelle Situation vielleicht dann doch nicht mehr so. In den letzten Wochen habe ich von denen niemanden gesehen, ne. Ja, spätestens zum Main Event vielleicht. Ja, ich meine, ich glaube, es ist für alle nicht-amerikanischen Stars auch nicht so leicht herzukommen. Für die Fußballer ist halt so, gerade in der Saison, im Sommer ist das halt auch ein bisschen anders. Letzten Sommer Max Kruse ist halt auch spielt auch gerne die WSOP, der ist dann immer da. Ey, dieselbe Waschmaschine wie bei mir. Ja. Gleiche Ton. Boateng war letztes Jahr im Win mal, wo wir die WSOP gespielt haben. Und ja, das war, aber das dadurch, dass jetzt gerade Saison ist für die Fußballer, sind die jetzt nicht da. Wie viele Bullets wirst du nehmen beim Main Event, wenn es Max?
Gibt's nur Gibt's eine. nur eine? Gibt's Okay. nur eine. Das Und bei magst du den auch so besonders. anderen? Also sag ich mal, gehen wir mal in einen 3K und du kannst, also gibt es da Unlimited irgendwie so ein Feuer. Limit oder sagst du, scheißegal, bis die Late Rack zu Ende ist? Naja, grundsätzlich ist ja jede neue Bullet wie ein neues Turnier zu erachten. Also wenn ich, ob ich jetzt das erste Mal baste oder das fünfte Mal, ist ja immer okay, die nächste Bullet ist halt ein 3K und dann entscheide ich halt, ob es ein guter Spot zum Spielen oder habe ich einen guten ROI und dann nehme ich halt accordingly einen Anteil an mir, wie sehr ich glaube, dass ich das schlag. Und wenn das halt gegeben ist, ich denke, das ist ein gutes Turnier, dann macht es auch keinen Unterschied, ob ich da jetzt das zweite Mal mich einkaufe oder das Das achte zehnte Mal. Mal. Ja, genau. Ja. Ja, aber das ist ja auch interessant zu sehen, das kannst du ja auch übertragen aufs Online-Poker, ne? Also letztendlich, ja, kann man ja letztendlich ja das so oft nehmen, wie es halt geht. Um Ja. halt, ja, Ja, das mache also. ich online genauso. Also da ist dann. Da gibt es dann oft auch keinen Weg mehr zurück, wenn es ein profitabler Spot ist und die Late Rack ist noch offen, dann muss man da rein. Das ist Ja. das, da muss man durch. Wie lief es online für dich, bis du geflogen bist am Schluss noch? Also hast du den, sag ich mal, diesen Run, den du hattest, noch mitnehmen können? Ja, also online lief völlig insane die letzten 6 Monate, also Ja. alles seit April, auch nach dem Scoop-In war surreal. Also es war lief richtig gut. Ja, war Das, das, da super. haben wir auch gut gefeiert. Also da muss man Ja. mal, könnt ihr alles noch mal gucken hier bei YouTube, die Party. Das war richtig geil. Auf dem Zumindest Bracelet alles, Party was freue ich mich erlaubt schon. war. Was? Auf die Entschuldigung. Bracelet Party freue ich mich schon. Ja, ich hoffe, ja, da werden hoffentlich einige geben. Es werden es einige geben. Spätestens wenn Streamteam kommt, dann kommen die Bracelets nur eins nach dem anderen hier. Dicke Bocke, ja genau. Naja, schauen wir mal, aber wir geben mal unser Bestes natürlich, wie ihr auch. Chat, gibt's Fragen an den lieben Mario, die ihr noch stellen möchtet, bevor wir ihn dann auch gleich mal in den wohlverdienten, ja, heute freien Tag, wo ihr dann halt diese Show geht und so weiter. Was macht ihr eigentlich sonst freizeitmäßig? Könnt ihr mal zum Beispiel auch mal eine Tour machen da zum Grand Canyon? Dingens, Grand Canyon oder zum Hoover Damm Ja, oder sonst was? gibt's, also haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, dieses Jahr, aber wollen wir auch machen. Also ich möchte mal mit eine Hubschraubertour im Grand Canyon machen und da gibt es auch einen See für die in der Nähe und da kann man recht na, cool wakesurfen. Das mache ich ganz gern. Also, da möchte ich auf jeden Fall hin. Ja, Never Give Up das. fragt, wie schaut's aus bei den Jungs mit Cash Games? Wir haben einen Cash Game Spieler, der Chris, und der nimmt die Cash Games voll auseinander. Also ist jetzt spielt immer 5-10. Das auch so oftmals sind die niedrigeren Levels, also statt jetzt 10-20 zu spielen, lieber 5-10, weil es einfach mehr ja einfach Freizeitspieler gibt, die sich da einfach mal hinsetzen und die meisten sind dann eh mit Straddle, das heißt, es ist dann 15, 20 fast und der hat da komplett abgeräumt. Also ich glaube, der ist da 20 Stacks ab nach 5 Sessions oder so und ja, die laufen richtig gut. Ja, der Vorteil ist, man muss halt auch nicht ewig dann über so und so viele Tage spielen, sondern nimmt ein bisschen was mit. Ja. Würde mich Mario für Mixed Game Themen ungefähr. Game taken. Also Bin V-Trix One hier. Der wurde übrigens ja auch Dritter, ne? Dritter beim Poker Code Festival. Ah, okay. Beim Main Event? Ja, beim Main Event. Der Der V-Trix. Der Alex Bayer. Alex. Okay. Das ist Jetzt der okay, Alex. krass. Jetzt fragt ein Big Fish, wie hoch ist die Roll, wenn man 50k spielt? Ich glaube nicht, dass wir darüber sprechen, aber wenn du Nee, willst. aber ich nehme ja auch nicht. Es ist ja kein 25k Piece. Die Pieces sind. Ich hatte selber 30-35% und den Rest verswappt an Jungs, die ich für sehr gut erachte. Also es sind keine 25k Pieces, aber die Action overall und Day 4 kommt wie von einem 25k Turnier. Also
Ich nehme kein 25 Kapis noch. Ja. Das wäre zu unverantwortlich. Der Alex fragt, ab welcher Bankroll würdest du empfehlen, den Shot in Vegas zu nehmen? Ich würde weniger Bankroll, mehr Skill-Level das abhängig machen. Ich glaube, wenn ich entscheiden könnte zwischen 100k Bankroll und niedrigerem Skill-Level und 20k Bankroll und sehr hohem Skill-Level, glaube ich, würde ich 20k Bankroll und sehr hohen Skill-Level nehmen, einfach weil erstens kannst du Action verkaufen, wenn du richtig gut bist, zu einem hohen Preis. Wenn du Jungs hast, die ziemlich gut sind und die wissen, dass du ziemlich gut bist, kannst du verswappen und damit ist die Varianz super, super niedrig. Kannst zum Beispiel, was weiß ich, wenn es ein 1k ist und du hast, kennst 5 Jungs, die alle ziemlich gut sind, dann nimmst du halt, was weiß ich, nimmst 50% selber und machst halt 5 mal 10% Swap. Dann ist halt die Varianz ein Bruchteil von dem, wie wenn du das 1k auf On nimmst und damit kannst du größere Pieces nehmen. Dann würde ich fast das 1k auf On spielen, wenn ich 20, 25, 30k Roll habe, wenn man sehr gut ist und wenn die Spieler, mit denen du Action swappen kannst, auch sehr gut sind. Also da würde ich, das würde ich eher darauf abhängig machen, wie groß deine Winrate ist online, was für Stakes, wenn du auf Mid- oder High-Stakes eine sehr hohe Winrate oder eine solide Winrate hast, dann macht schon Sinn, auch mit einer verhältnismäßig kleinen von 15 bis 30k Roll nach Vegas zu kommen. Was halt schon ist, man hat natürlich auch Expenses, das heißt mit allem, was halt drunter ist, sagen wir mal 10k Roll, wenn man jetzt herfliegt, da zahlt man schon mal 1000, dann zahlt man für die Unterkunft so, was weiß ich, 15, 50 bis 100 Dollar pro Nacht, das sind auch nochmal 2,5, 2k im Monat und dann ist schon mal ein großer Teil für Expenses weg und hat die Turniere noch gar nicht gespielt. Aber da muss man schon sagen, ja, es gibt eine gewisse Grundschwelle, ich würde so sagen zwischen 15 und 20k, aber das wäre so alles drüber und wenn man gut ist, würde ich da immer nach Vegas kommen. Wie macht ihr das, kurze Zwischenfrage, wie macht ihr das mit dem Essen und so weiter? Also kocht ihr selber, achtet ihr besonders auf die Ernährung oder ist es quasi erst hier random irgendwie Pizza Hut, McDonald's, keine Ahnung? Kommt drauf an. machen wir, da gibt es so eine Company, also entweder es gibt All American Dave, die liefern recht gutes und hochwertiges Essen an den Tischen, da zahlt man so irgendwas 20 Dollar pro Meal. Dann gibt es eine zweite Company, die heißt PokerMeals.com und das ist auch, das ist mehr so eine One-Man-Show, der kocht das und der bringt das dann an den Tisch, der macht das auch gut, da bin ich auch begeistert von dem. Und ja, wir essen halt Frühstück zu Hause, dann gehen wir spielen und lassen sich da das Essen einmal am Tag oder zweimal am Tag bringen und zahlen da 20 Dollar pro Meal. Okay. Und genau, das ist dann so unser Essensplan quasi. Und wir können ihnen auch sagen, was wir essen wollen. Oder wir können halt dem ein Menü und dann kann man halt bestellen. Genau. Ich glaube, Don't Chill 28 ist Leo. Was ist deine Meinung über Fabian B., seine Live-Performance? Ja, ist völlig krank. Also, ja. Fabian B., wahrscheinlich Top 3 Live-Poker-Spieler der Welt mittlerweile. Und ist absolut nicht mehr aufzuhalten und also ich glaube im Arias sitzen schon alle von den Amirex dort und hoffen nur, dass der Fabs B nicht auf die Idee kommt, jetzt da die Aria Highroller zu zocken, weil dann hätten die echt ein Problem. Okay. Ja, Word. Also Skips da, was über Bankroll haben wir ja gerade gesprochen, also die Meinung von Mario darüber, ich glaube, wir haben alle Fragen durch, soweit ich es lesen kann. Und das war auch ein super spontanes Interview, also ich glaube, wir haben uns vor ungefähr 2 Stunden verabredet, da war es nochmal schnell was essen und dann hast du mal zum Glück uns mal einen Einblick in euer Leben jetzt in Las Vegas bei der WSOP geben können. Denn ich glaube, viele hier wären sehr gern bei euch, wir würden sehr gern da auch mit am Start sein. Und wir werden euch auch auf dem Laufenden halten. Also wie gesagt, ich glaube 3 Wochen jetzt sind es noch, treffen uns da ja auch alle. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich auch sehr auf euch, auf die wilde Zeit da und natürlich auch hoffentlich mit vielen ordentlichen Scores für alle. Ja. Grüß die Jungs. Viel Spaß heute bei der Show
und bringt ein paar Ergebnisse. Wir wollen noch, ich werde natürlich auch vor Ort euch mal ab und zu mal interviewen, wenn es irgendwas zu berichten gibt, wenn ihr nichts dagegen habt. Fabs und B muss interviewen. Der ist habe ich schon angeschrieben. Er hat auch schon zugesagt. Er hat zugesagt. Aber ich werde. Da bin ich im Chat. Das gönne ich mir. Ja. Also, Fabsen, werde ich auf jeden Fall nochmal auf Tuchfühlung gehen. Ich wollte euch natürlich jetzt nicht direkt am Anfang wieder nerven, aber jetzt kam es irgendwie zustande. Ich habe dich einfach mal random angeschrieben und gehofft, dass du ja sagst. Und danke, dass du es spontan gemacht hast. Ich wünsche euch was. Mario, hau rein. Bis dahin, ne? Ciao, ciao.